Tag und hallo und willkommen zu Let's Play Sniper Ghost Warrior. Hier ist euer M. Sweeney und wir fangen gleich an. Ich habe hier schon ein Dings da, wo es erstellt. Spielerprofil. Falsches Passwort, ich weiß. Verpiss dich. So. Na, Moment. So, und ja. In Audio-Option habe ich eigentlich schon alles eingestellt, damit ich das jetzt nicht tun muss. Und ihr im ersten Part schon mehr habt. So, das ist ein kleines, aber feines Nebenprojekt. Ja, was heißt Nebenprojekt? Eigentlich ein richtiges Projekt. Was wir bis zum 2. November durchspielen werden, wer sich, also theoretisch der 22., weil da kommt offiziell Assassin's Creed 3, also der 5. Part, weil manche glauben, es ist der 3. und bla bla bla. Der Assassin's Creed 3, wer sich das vorbestellt hat, der weiß, dass, also ich bekomme es ganze 20 Tage früher, hat mir der eine Kautzversicherter von yubi.com, also .de, er hat versichert, dass die Vorbesteller ist um die 10 bis 20 Tage schon vorher bekommen, was ich bezweifle, aber mal gucken. Und normal kommt es am 22. raus, ich bekomme es am 20., was auch auf meiner Rechnung steht und er mir versichert hat. Und ja, dann fangen wir dann gleich an mit Assassin's Creed und bis dahin werden wir Sniper Ghost Warrior hoffentlich durchgespielt haben. So, aber wir fangen jetzt mal an. Story-Modus. Ghost Warrior, ich habe es persönlich erst ein bisschen angezockt und da viele sagen und ich auch schon finde, dass es auf Mittel schon zu schwer ist, spiele ich erstmal auf leicht. Und schalte Schnauze. Willkommen im St. Dominic Camp, Rekruten. Schön, dass du Zeit für uns hast, Tyler. Dann zeigen wir diesen Rekruten mal, wie man überlebt. Okay. St. Dominic Camp, gut. So, gehen wir erstmal in die Option, weil ich habe schon bemerkt bei der Aufnahme, ich habe hatte die Grafik aufs Höchste, aber mache es jetzt mal ein bisschen runter. 85 hat 100 Hertz, das hatte ich schon runtergemacht und die Grafik von Dingsda Bumsda 1900 auf 1600, was ich dann wahrscheinlich bei jedem Let's Play verschwenden werde. Verschwenden. Hallo? Naja. Ich hoffe, das geht jetzt. Schön, dass du Zeit für uns hast, Tyler. Bitteschön. Dann zeigen wir diesen Rekruten mal, wie man überlebt. Also die Rekruten, ja, ich lasse ihn ausreden. Sergeant Tyler Wells. Er ist hier, um Ihnen einige Grundtechniken vorzuführen. Nehmen Sie sich ein Sturmgewehr vom Tisch, Sergeant. Och, der lässt mich jetzt... Also, die Grafik an sich ist schön, aber ich finde die sogar tick besser als die neue Chrome Engine 4.
die Geben ja... Geben Sie Ihre Position auf dem Schießstand ein. Halt die Zeigen Klappe. Sie diesen Rekruten, wie wir hier agieren. Oh. Passen Sie genau auf. Sergeant Wells wird den Zielen jetzt ein paar Kugeln verpassen. Machen Sie sich Notizen, wenn es sein muss. Achso. Ziele neutralisiert. Vergessen Sie nicht, Rekruten. Verwenden Sie das Visier, um mehr Präzision bei Ihren Schüssen zu erreichen. Zeigen Sie es Ihnen, Sergeant. Ja, ich weiß nicht. Dazu werde ich ein extra Video machen. Gut. Genau so wird es gemacht. Gut, kommen wir jetzt zum lustigen Teil. Schnappen Sie sich ein Scharfschützen. Ja, ich freue mich! Die Präzision eines Scharfschützen wird von zahlreichen Faktoren beeinflusst. Die erste ist die Position. Es ist einfacher im Liegen zu zielen als in der Hocke. In der Hocke wiederum können Sie ruhiger zielen als im Stand. Bin ich vielleicht zu schnell für Sie, Rekruten? Nein, Sir. Gut, also dann auf den Boden mit Ihnen, Sergeant. Nehmen Sie die Hütten da unten ins Visier. Vergessen Sie nicht beim Zielen die Entfernung, die Windbedingungen und den Puls mit einzuberechnen. Blöder Wichser. Jeder dieser Faktoren beeinflusst die Flugbahn der Kugel. Der rote Punkt zeigt an, wo Ihre Kugel einschlägt. Sergeant, schalten Sie die drei Ziele aus. Sehr gut. Auf dem Turm ist noch einer. So, jetzt verraten wir... Aha. Sobald Sie mehr Erfahrung gesammelt haben, werden Sie in der Lage sein, Ihre Atmung zu kontrollieren und sich voll auf Ihr Ziel zu konzentrieren, Rekruten. Schalten Sie die drei beweglichen Ziele aus, Sergeant. Zu der Sonne! Zaun auf der rechten Seite. Um eine optimale das war jetzt aber ziemlich schlecht. Das Zielfernrohr Ihres Gewehres justieren. Sergeant, erledigen Sie die beiden Ziele hinter der Deckung. Genau so erledigen wir hier unseren Job. Kommen wir nun zu etwas, bei dem es nicht darum geht, unentdeckt zu bleiben. Schnappen Sie sich ein paar Granaten vom Tisch. Wo denn? Jetzt wird es ein klein wenig... Ah, ja, Angeber. Schalten Sie die Ziele mit Ihren Granaten aus. Und bitte. Ich muss mal gerade den Ton am Headset allgemein leise machen, weil das dröhnt mir gleich die Fratze weg, so. Fire in the hole! Okay, wir waren nun mit dem Schleichtraining fort. Möchtest du das Training überspringen? Ja. Wir sehen uns schon. Gleiche Zeit. Okay. La 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 la. So, 4 Minuten. Das ist doch angemessen. General Vasquez nimmt heute an einem Treffen in einer alten Raffinerie an der Küste der Isla Trueno teil. Jo. Agent Mike Rodriguez ist im Undercover-Einsatz und wird ebenfalls dort sein. Er bereitet alles vor, damit Alpha 9, ein Team aus Scharfschütze und Beobachter, den finalen Schuss anbringen kann. Plastikhaare, der Tod des Generals wird diesem dreckigen Regime und seinen unmenschlichen Taten ein Ende machen. Das ist ja schön.